Also zur Umsetzung der All Electric Society hakt es tatsächlich an den Themen Digitalisierung als Befähiger für eine All Electric Society. Das sind tatsächlich Probleme, an denen wir seit Jahren zu knabbern haben. In unserem Kontext konkret ist es die Datenlogistik, also das Fließen von Daten zwischen Systemen innerhalb eines Unternehmens als auch über Unternehmensgrenzen hinweg. Das passiert trotz dessen, dass wir seit eigentlich über 40 Jahren Computer Integrated Manufacturing betreiben, tatsächlich nicht. Beziehungsweise es passiert aber unter einem sehr hohen Zeit- und Kostenaufwand. Und das kann es an der Stelle eigentlich tatsächlich nicht sein. Da müssen wir mit ganz, ganz viel Nachholbedarf. Ich mache mal folgendes Bild auf. Wir haben, da sind wir jetzt durchaus repräsentativ für andere produzierende Unternehmen, eine Vielzahl an IT-Systemen, die alle für sich für einen gewissen Zweck beschafft worden sind, also quasi einzelne Silos. Das heißt, es gibt eigene Datenmodelle, es gibt eigene Datenstrukturen und die sind nicht notwendigerweise kompatibel. Wenn ich jetzt aber möchte, dass Daten fließen und zwar eigentlich in einem Fingerschnippen beziehungsweise vielleicht mit einer Stunde Arbeit, dann kriege ich das aktuell nicht hin, weil Datenformate, Datenschnittstellen nicht genormt sind, keinem Standard unterliegen. Und da müssen wir einfach aktiv werden, weil ansonsten kriegen wir, und das ist ja ehrlicherweise seit 2011, seitdem Industrie 4.0 ins Leben gerufen wurde, der Asset, nämlich die Produktivitätssteigerung, die können wir weder, zumindest in einem großen Maße, in produzierenden Unternehmen sehen, gleichermaßen auch nicht in volkswirtschaftlichen Kennzahlen. Asset Administration Shell oder zu Deutsch Verwaltungsschale ist definitiv ein erfolgsversprechender Ansatz aufgrund eigentlich mehrerer Punkte. Ich kriege es tatsächlich hin oder man kriegt es tatsächlich hin, den digitalen Zwilling, also das digitale Abbild eines physischen Gutes über den gesamten Lebenszyklus abzubilden, datentechnisch abzubilden. Das brauche ich dann unter anderem, wenn ich CO2-Emissionen messen will, also über den gesamten Produktlebenszyklus messen möchte. Dann brauche ich das. Ich schaffe es durch eine definierte Semantik, Austauschbarkeit zwischen unterschiedlichen Unternehmen herzustellen. Wenn ich jetzt mal an unser Produktportfolio denke, wir produzieren das, es wird bei einem Schaltschrankhersteller implementiert und der verkauft wiederum seine Ware. Also habe ich schon mal eine definierte Kette von mindestens 3, wenn ich unsere Lieferanten einbeziehe, 4, 5, 6, 7 Unternehmen. Und genau daran krankt es gerade. Wir kriegen es nämlich nicht hin, insbesondere im Scope 3, die CO2-Emissionen von Produkten, von zugeliefertem Material zu messen. Und da ist die AAS ein wirklich, wirklich gutes technisches Vehikel, um das abzubilden über den gesamten Lebenszyklus.